Willkommen bei einem etwas anderen Video heute. Und zwar habe ich hier den Ringspinner auf dem Tisch, beziehungsweise ein Handy mit dem Ringspinner dran. Und zwar dreht sich hier jetzt das Huawei Mate 10 Pro. Noch ein paar Minuten, bis ich erkläre, was das Gerät hier alles kann. Und ihr könnt jetzt mal schauen, dass es mindestens so ein, zwei Minuten noch wahrscheinlich sich so drehen kann. Dann zeige ich es euch auch ganz im Detail. Aber ich habe hier noch eins komplett verpackt. Denn auf Indiegogo kriegt es auch in ein paar Wochen so zugeschickt, wenn es bestellt. Sogar mit einem Rabattcode hier unten, wenn es über meinen Link bestellt. Aber schauen wir uns auch mal an, was das Gerät zum einen kann. Natürlich zum einen drehen, was ihr seht, das funktioniert schon mal wunderbar. Ihr könnt es als Ring benutzen. Ihr seht es hier auch schon ein bisschen, da kann man das so ausklappen. Dann kann man das als Standfuß benutzen, was nicht mehr ganz so gut funktioniert, obwohl ich es heute ausgepackt habe und schon ein, zwei Stunden im Betrieb habe. Aber ich habe nicht die ganze Zeit damit gespielt, vielleicht 50 Mal den Ring ein- und ausgeklappt. Und dann hier unten magnetisch ist es auch noch, denn es ist komplett aus Metall. Also auch wenn es nicht ein 5-Euro, 3-Euro Gadget ist, der Ringspinner macht doch ein bisschen Spaß, vor allem wenn ihr ein größeres Handy habt, weil es einfach genial ausschaut. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ich habe es, wie ihr natürlich schon sehen könnt, ausgepackt und angebracht. Ihr macht einmal hier dieses kleine Papierstückchen ab, so wie bei eurer Zahnbürste normalerweise, wenn ihr eine neue kauft. Ihr könnt euch auch eine App dazu runterladen, die zeige ich euch jetzt nicht. Aber hier hinten sind ganz viele Vierecke drauf, denn je nachdem, wie groß euer Smartphone ist, solltet ihr es natürlich mittig anbringen. Zum Beispiel das iPhone 5S, natürlich dann hier das kleinste aufgemalt, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Für das 6S gilt es natürlich genauso. Und dann für das S8, S8 Plus haben wir hier auf der rechten Seite die Markierung. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Huawei Mate 10 Pro. War ähnlich so groß wie ein S8, deswegen habe ich jetzt einfach mal die S8-Schablone hier genommen und wie ihr sehen könnt, das funktioniert schon mal wunderbar. Ist schön mittig angebracht worden und nachdem ihr das hier Papier hier abgemacht habt, müsst ihr einfach diese M3-Folie hier abziehen, damit der Kleber, der doppelseitige Kleber natürlich abgeht und jetzt lasse ich das hier nicht mehr weiterdrehen, weil wir haben genug gesehen. Ihr wollt es natürlich auch mal aus der Nähe sehen. So, das Ganze ist aus komplettem Metall, sowohl hier als auch dieser Teil. Hier drin ist natürlich ein Kugellager drin. Das seht ihr jetzt nicht. Ihr könnt es auch nicht tauschen. Ich kann es auch nicht mehr abziehen gerade, aber auch der untere Teil aus Metall, wo sie es hier verbindet mit, nur der Kleber ist natürlich hier aus Kunststoff, aus einem starken Klebematerial, dass ich das hier, wie ihr sehen könnt, auch mit starker Zugkraft noch abziehen könnte, wenn ich wollte. Aber will ich jetzt gerade nicht, denn es ist natürlich hier schön gerade dran an der Hülle für mein Mate 10 und ich kann es einfach drehen und drehen und drehen und drehen und drehen lassen. Es geht aber natürlich noch mehr. Ich kann auch, wenn ich einen Film anschauen will, zum Beispiel hier einen wunderschönen Film, dann könnte ich das eigentlich so aufstellen und dann hier den Winkel einstellen. Geht jetzt hier leider nicht mehr, weil es einfach viel zu weich ist. Ich zeige es euch mal. Es kippt einfach um, aber was noch funktioniert, ist, das Ganze umgekehrt aufzustellen und auf diesen einen kleinen Punkt einfach aufzustellen. Und wenn er sich nicht gerade umdreht, dann können wir hier entsprechend dann auch noch das Ganze als Standfuß benutzen. Ich muss nur den richtigen Winkel und den richtigen Moment dazu erwischen. Jetzt ist es noch lockerer geworden, also es ist noch schwerer für mich hier, euch das zu demonstrieren, was ein bisschen schade ist, denn bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt. So, dann wenn sich jetzt die Bahn bewegen würde und das Ganze, natürlich der Tisch ein bisschen vibriert, dann funktioniert das nicht mehr. Also diese Standfußfunktion könnte so ziemlich knicken bei den ersten Modellen, außer sie verbessern das. Aber ansonsten natürlich die Ringspinner-Funktion, dass ihr auch das Ganze einfach stabil halten könnt. Das funktioniert natürlich schon mal super. Ihr kennt wahrscheinlich diese Ringhaltemechanismen, habt ihr bestimmt auch schon mal zu Hause oder bei Freunden gesehen, die eins vielleicht aus Plastik haben oder nicht aus Metall oder auch aus Metall. Da ist jetzt hier einfach weitergedacht worden und ihr könnt auch hier damit eure Freunde beeindrucken, dass ihr hier das Handy einfach in eurer Hand spinnen könnt und an dem richtigen Moment anhaltet und dann sozusagen den Revolver hervorziehen könntet. So, wow. Ups, jetzt ist da was weggeflogen. Aber am besten natürlich in der richtigen Richtung. Ansonsten bequem technisch, ja, das Loch ist relativ groß. Mit meinem Zeigefinger komme ich da auch noch locker durch. Ich bin Rechtshänder, also habe ich auf der rechten Hand dickere Finger. Mit dem Daumen dann nicht mehr ganz so. Ringfinger wahrscheinlich auch noch. Der ist nicht ganz so breit. Aber ja, das Handy lässt sich auf jeden Fall bequem halten. Es fällt einem dann nicht mehr aus der Hand. Und wie gesagt, stabil ist es auf jeden Fall auch. Und ja, wie gesagt, die lustigste Funktion ist einfach, das Ganze hier so in der Hand spinnen zu lassen. Das war es entsprechend auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck zum Ringspinner. Unten findet ihr, wie gesagt, einen Link zu Indiegogo. Die suchen nämlich natürlich gerade Unterstützer, beziehungsweise bei mir könnt ihr das dann auch günstiger mit dem über den Link holen. Und die magnetische Funktion zeige ich euch demnächst nochmal mit der App zusammen, falls euch das Video gefallen hat. Gebt mir nicht nur einen Daumen nach oben, sondern kommentiert auch, was ihr noch für Ideen habt, was man mit dem Spinner machen könnte. Zum Beispiel, was ihr gerade gesehen habt, ja, ist, man kann es auf den Tisch hinlegen und dann dreht sich das Ganze. Man kann dann vielleicht einfach noch was draufstellen.
Oder vielleicht macht es auch an irgendwas anderes dran, was hier, wo ihr Lust drauf habt, dass es sich einfach drehen soll, wie bei einem Fidget Spinner. Aber ich glaube, wenn ihr einen Fidget Spinner kaufen würdet, wäre das dafür die Lösung eigentlich viel günstiger, wenn ihr da einfach einen Kleber anbringt und das dann unten irgendwo dran macht. Aber auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschkal und das ist hier der Ring Spinner, den ihr, wie gesagt, unter dem Link unten noch weitere Informationen dann zufindet.